Meisterliches Flair im Stadion der Freundschaft. Die Handwerkskammer hat 362 Meisterinnen und Meister aus 36 verschiedenen Branchen ausgezeichnet. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Mit passendem Hygienekonzept durfte der wichtigste Tag im Südbrandenburger Handwerker ja trotzdem stattfinden. Die Meisterfeier im Stadion der Freundschaft, das ist auch für Präsident Peter Dreißig nochmal etwas ganz Besonderes. Wir wollen auch ein Stück Normalität zurückholen, indem wir sagen, wir wollen unsere Meister ehren. Und deswegen haben wir uns überlegt, um den Abstand und alle Hygienemaßnahmen durchführen zu können, hier ins Stadion zu gehen. Und wir durften auch hier die Veranstaltung durchführen. Und da danke ich auch nochmal herzlich dem Präsidium vom Energie in Cottbus. Und wir sind stolz darauf, dass wir das durchführen heute. Was mich ein bisschen enttäuscht, dass ich den jungen Menschen nicht die Hand geben kann und persönlich gratulieren kann. Aber wenn das alles ist, denke ich, wird uns der Tag heute gelingen. Nach dem Grußwort von Wirtschaftsminister Steinbach wurden als erstes die 41 Gesellen freigesprochen. Das gab es so auch noch nicht. Unter ihnen Hiroshi Tani. Der gelernte Fleischtechnologe aus Japan hat 2017 seinen Ausbildungsvertrag bei der Fleischerei Arnold in Kraupa unterschrieben. Der Kontakt zur Privatfleischerei entstand durch ein Austauschprogramm. Jetzt ist er Geselle und gerade dabei, seinen Meister zu machen. Später will er sein in Deutschland gelerntes Know-how an seine Fleischfabrik in Osaka weitergeben. Und sie haben ihn schon, den Meistertitel. 125 Jungmeisterinnen und Jungmeister haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet. Ab jetzt können sie einen Betrieb übernehmen, einen eigenen gründen und ausbilden. Darin haben die 237 geehrten silbernen Meisterinnen und Meister schon 25 Jahre Erfahrung. Auch sie haben Urkunden und Abzeichen auf dieser Bühne erhalten. Dank des luftigen Stadions und des Hygienekonzeptes musste der Tag des Meisters nicht ausfallen. Trotz Corona ein gelungener Abend. Na, der absolute Wahnsinn, ne, muss man sagen. Also was hier auf die Beine gestellt wurde, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, ne, also was soll man sagen? Super, also besser hätte man es nicht machen können. Ne? Also Wahnsinn. Es ist nun mal 2020, so das Jahr. Dafür müssen wir nirgendein Datum reinschreiben. Wir sehen alle mit Maske, schon wissen wir, wann es war. Und also es geht nicht anders. Und dafür haben sich alle viel Mühe gegeben. Es war schön und gut organisiert. Man ist erstaunt, wie viele Handwerksbetriebe es eigentlich gibt und wie viele sich trauen, einfach einen Meister zu machen. Was heute nicht mehr so selbstverständlich ist, was natürlich mit der unglaublichen Kulisse hier im Hintergrund, dieses riesengroße Stadion und dann alle auf dieser großen Bühne. Über 7.800 Frauen und Männer haben seit 1990 die Meisterschule bei der HWK Cottbus absolviert. Alle haben feierlich ihre Ehrungen erhalten, so auch in diesem Jahr. Und die zukünftigen Handwerksmeisterinnen und Meister stehen schon in den Startlöchern.